No one's out here and I was not far. Love, love, you're already home. Hallo Leute und willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Dreamtime. Zur dritten Folge und ja, unsere Öfen sind fertig. Das Ferros Ohr ist fertig. Ich guck mal kurz. Lol, man kann daraus Rüstung machen. Okay, Leute, man kann daraus Rüstung machen. Man kann das pulverisieren. Man kann das vereinen mit einem Iron Ingot und dann bekommt man einen Invarbaren raus. Okay. Okay, nice. Dann werde ich weiterhin Ferros Ohr sammeln. Wir haben in der letzten Folge eine Ruby-Spitzhacke gemacht, die aber nicht gut genug ist, Rohstoffe für Event of Aquisting abzubauen, aber dafür eine Dia-Spitzhacke, die ist gut dafür, die ist gut genug dafür. Und ich würde sagen, wir haben hier nämlich schon nices Jade Ore gefunden, und deswegen würde ich sagen, bauen wir mal hier das hier ab und bauen uns zum Jade Ore hoch und hoffen richtig, dass es zwei sind, weil dann können wir uns ein 14 Attack Damage Schwert machen. Ja, es sind mehr als zwei, nice. Okay, Leute, dann würde ich sagen, machen wir uns mal ein Jade-Schwert. Tun mal das hier da rein. So. Und dann würde ich sagen, gönnen wir uns mal das Saphir von hinten. Weil aus Saphir kann man sich, glaube ich, sogar Rüstung machen. Und da kommt was so gruselig. Boah, da kommen gruselige Geräusche. So, dann haben wir hier. Das sind Amethyst. Aber ich glaube sogar, aus Amethyst kann man auch Rüstung machen. Okay, nice. Wir können uns tatsächlich schon in der dritten Folge solche Sachen gönnen. Also in 45 Minuten. Und ich, Runium werde ich auch gleich abbauen. Mal gucken, was das ist. Ich werde auch viele Tutorials für die Mods gucken, also für die großen Mods hier, unter den Mods hier in dem Modpack. Wir spielen hier übrigens, falls ihr die ersten paar Folgen nicht geguckt habt, wir spielen hier mit dem Modpack Feed the Beast Cloud 9. Das ist für die 1.7.10 und es ist sehr nice. Okay, wir haben hier Jade Barren, das ist so krass. Okay, dann legen wir das da rein und gönnen uns mal ein Jade Chat. Warte, ich guck mal. Das ist das Jade-Fett. Das ist so krass. Hey, man kann daraus Rüstung machen. Was ist das denn? Okay. Ice Crystal. Wie bekommt man den denn bitte? Werde ich alles googeln und auf YouTube nachgucken. Ah, man kann Ivory. Okay, man kann auch so Jade-Ivory machen. Gemischt. Man kann Jade in Tika's Construct benutzen, das war's auch. Alter, krass. Okay. Was kann man sich als Amethyst machen? Kann man. Ich hab in Erinnerung, ja, ein Schwert, aber das macht nur 7 Attack Damage, das ist schlecht. Das ist so genauso wie ein Dia-Schwert. Und ja, aber das meine ich, es gibt halt so OP-Sachen, also 14 Attack Damage. Ich glaube, damit können wir schon mal. Ich glaube schon mal ein paar Mobs besiegen. So. Wir haben unser Jade-Schwert. Alter, Leute. Guckt euch das an. Wir haben das Jade-Schwert mit 14 Attack Damage. Alter, wie das auch noch aussieht. Das sieht so übernice aus. Okay, ich glaube, diesen Dings werden wir nicht mehr gebrauchen. Legen wir den jetzt mal weg. Und tun das Essen da wieder hin, das werden wir auch nicht mehr brauchen. Weg damit. So, dann würde ich sagen, hole ich wieder die Kabels da rein. Dann, ah ja, das Wasser nervt ihn so richtig. Und da ist noch mehr. Und Ruby, aber nicht von Event of Aquisting, nämlich immer oben gucken, bei der blau markierten Schrift. Das ist nicht der Mod, wo. Von dem Dings, sondern das ist wo dieses RC ist, sondern das ist ein Projekt Red im Exploration und da waren, oh lol, da waren 3 Rubies drin. Geil. Okay, und wir können jetzt auch
Lemonade abbauen. Das ist auch wieder nice. Und das mache ich dann jetzt auch. Ah, das wird nicht direkt gedroppt. Das muss man auch in den Ofen legen, habe ich irgendwie die Vermutung. Und dann kriegt man, glaube ich, nice Sachen raus. Ich gebe mal kurz Lemonade ein. Ah, hier muss man erstmal draufklicken. So. Lemonade. Lemonade Spelter. Aber was ist denn das Schwert hier? Lemonade Dolch, also Dagger. Das ist ein Kurzbogen. Wie macht man sich den denn? Aber wir sind noch im Cheat-Mod, ich bin da. Aber wie ändert man das denn nochmal? Keine Ahnung. Werde ich dann halt bald fixen. So, dann tun wir das mal da rein. Tun wir das mal da rein. Und natürlich den Amethyst. Und dann bauen wir noch mehr davon ab. Ah, hier noch Eisen. Nice. Das ist halt ganz normales Minecraft Vanilla. Also falls ihr euch damit nicht auskennt, guckt einfach da oben bei der markierten Schrift. Dann wisst ihr, von welchem Mod das ist. So. Aber ich sagen, bauen wir noch etwas mehr von dem Lemonade ab, weil irgendwie interessiert irgendwie ist das richtig viel. Ist das normal, dass das so viel ist? Ich will mir das bald mal angucken. Zum Beispiel Minecraft Nero hat ja auch diesen Mod hier, aber Minecraft Nero habe ich nicht so richtig geguckt, noch nie. Aber was man auch erwähnen muss, es gibt hier halt auch richtig viele Dungeons unter der Erde und auch über der Erde. Das ist auch wieder nice. Ja, irgendwie baut die Rubbish-Spitzhacke schneller ab. Ach, vielleicht ist das so, dass der Mod mit dem anderen Mod nicht zusammenarbeitet. Und deswegen ist das halt so. Das gibt es natürlich auch. Also nicht jeder Mod arbeitet mit wirklich jedem Mod zusammen. Okay. Dann würde ich sagen, nehmen wir mal hier Lemonade raus. Drücken mal hier U. Lemonade Sword. 10 Attack Damage, nicht so gut. Das sind Saphire, die können wir auch finden. Ich dachte schon, das wären Amethysten. Da können wir schon so eine geile Rüstung machen. Lemonade, da kriegen wir Cannonball. Okay. Cannonballs können wir daraus machen. Ich glaube, das ist so eine Munition, oder? Kann das sein? Ich würde sagen, wir werfen erstmal hier ein paar Sachen weg, wie zum Beispiel das. Das muss noch in den Ofen. So. Wir haben ja sogar noch ein Tinker's Construct Buch. Das gucken wir jetzt mal ganz kurz an. Ja, Tinker's Construct, ja, das ist. Jetzt kommen wieder Erinnerungen hoch. Und dafür brauchen wir. Wir brauchen sogar noch Gravel. Naja. Um halt diese Maschine zu bauen. Guckt, hier, dann kriegen wir das raus und dann müssen wir es in den Ofen. Dann können wir das daraus machen und dann kriegen wir halt das daraus, ja. Dann kann man sich halt daraus diese... Oh, man kann sich... Okay. Mache ich aber erstmal nicht. Sondern nehmen hier das Silbererz mit. Aber ich würde sagen, wir machen das mal mit der Eisenspitzhacke, damit die schon mal kaputt ist. Die baut zwar viel... nicht schneller ab, weil es ja egal. Ich glaube, das ist die letzte Folge, die ich im Voraus aufnehme. Dann würde ich sagen, gönne ich mir erstmal ein bisschen schlafen. Gut gedeutscht. Ja. Aber wie viele Ingots wir einfach im Moment haben, das ist auch so mega, so heftig. Und hier ist noch mehr Lemonade. Anscheinend ist das normal, dass das so viel ist. Und Runium können wir auch schon mal mitnehmen. Also dieses hässliche Erz, meiner Meinung nach. Würde ich sagen, ja, hier rein. So, dann brauchen wir noch etwas mehr Steine, um uns halt hochzustecken. Vielleicht, welcher Höhe sind wir?
Okay, Höhe 12. Perfekte Höhe für Dias. Dann nutze ich halt die letzten paar Schläge mit der Eisenspitzhacke ab, um halt Dias zu finden. Ja. Vielleicht finden wir den einen oder anderen Dia. Auch Eisen ist sehr wichtig, Leute. Was passiert hier gerade? Was steht da gerade im Chat? Könnt mich auch in den Kommentaren aufklären, was das ist. Oh Gott. Dias, nice. Yeah. Okay, wir haben einen richtig nice Start. Wieder so eine nice Quelle. Aber ich werde mir auf jeden Fall keine Dia-Rüstung machen. Auf gar keinen Fall. Ich werde die Dias für ganz andere Sachen benutzen. So. Wir brauchen wieder so lange, um zu essen. Was ist das denn? Diesen Scheißhunger. Hauptsache, ich verhungere nicht. Okay. Dann würde ich sagen, tun wir ein bisschen Eisen ein. Wir haben da nicht wenig Eisen im Moment. Okay. Alter, wir haben hier richtig viele Steine. Dann baue ich mich hoch und sammle das letzte Lemonade ein. Okay. Dann gucken wir mal, was Runium ist. Runium-Ohr. Das erste Mal, dass wir Ohrs analysieren. Okay, das legt man in den Ofen und dann bekommt man das Ohr, das eben geht raus. Kann man sich das machen? Runenschrein. Rosit Ingot. Okay. Mit einem Runium können wir das machen. Das war's schon, hä? Weil ich glaube, das ist wichtig. Ihr könnt mir auch in die Kommentare schreiben, ob Runium wichtig ist oder ob Runium halt unwichtig ist. Ich werde auf jeden Fall... Alter, das ist wieder so viel. Ich werde auf jeden Fall davon eine Menge mitnehmen. Also von jedem werde ich erstmal eine Menge mitnehmen. Und dann baue ich mir halt eine kleine Base. Also eine kleine Base und danach halt so ein Haus. Weil ich bin halt jetzt halt hier nicht der Profi im Bauen. Also erwartet nichts von mir. Aluminium. Ich glaube, für Aluminium sind wir schon zu tief, weil ich habe nichts außer diese zwei Aluminium gefunden. Was ist das da eigentlich für eine Blume? Die zieht mich irgendwie magisch an. Das ist der Botania-Blume. Davon gibt es genug über der Erde. Also ich möchte jetzt hier nicht mein Inventar voll hämmern. Ach, es gibt, glaube ich, bestimmt bessere Begriffe dafür, aber ich habe jetzt keinen Bock, irgendwie gerade zu überlegen. Ferrus, das sieht übelst hässlich aus, ich weiß, aber für die, die mir in der letzten Folge zugehört haben, das ist mega selten und ist wichtig. Ferrus, nice. Okay. Auf jeden Fall werde ich mich sehr viel für dieses Modpack halt informieren. Ich habe einfach nur easygoing einfach so ein Modpack ausgesucht, was kein deutscher YouTuber bisher Let's Played hat. Habe ich mir überlegt. Oh, ich war Feed the Beast Cloud. Da sind zwar Mods drin, die haben richtig viele YouTuber schon gebracht. Aber da gibt es auch ein paar Sachen, die kennt bestimmt keiner. Die hat bisher nur ich gebracht. Ah, niemals die wegwerfen, Alter. So, raus damit, rein damit. Wir haben keine Kohle mehr. Okay, ich würde sagen, wir werden noch ein bisschen Kohle suchen, bevor wir die Folge beenden. Wir müssen ja nicht immer fixiert auf... Da. Nice. Aber nur eine Einzelquelle. Oh Gott, was mache ich jetzt? Fuck, wir können nichts mehr braten. Jetzt ist mein Inventar gleich voll... Weil das so verschieden ist. Oh Gott. Deswegen habe ich mir überlegt, ein Wassereimer zu machen. Jetzt ess doch schneller. Ich hasse das, wenn das so lange dauert. Riesen Scheiß-Mod. Ist das doch. Hä?
Alter, ich schwöre, das dauert mir viel zu lange. Davon werde ich voll müde. Ich schwöre. Ah. Nein, Spaß. Ich... Was ist das doch? Hallo? Ich werde auf jeden Fall eine Lösung dafür in der nächsten Folge finden. Ach, hier ist er noch. Fuck. Okay, Runium, wenn man das brät, bekommt man richtig, richtig viel XP. Dann lege ich das da rein und dann würde ich sagen, haut rein und ciao. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder.